In dem Video zeige ich euch alles, was es in diesem Monat in GTA Plus gibt, ob sich das aus meiner Sicht lohnt und ob was Cooles dabei ist, sehen wir nach dem Intro. Let's go! Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute geht es um das GTA Plus Event. Und das gönnen wir uns auf jeden Fall, wie das Ganze hier funktioniert. Und zwar bekommen wir kostenlose bzw. kostenlose Geschenke. Einmal die Noam-Hasenmaske und das Yeti Ja des Hasen-T-Shirt. Diese beiden Sachen bekommen wir kostenlos. Mehr habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Findet ihr mehr gerne in die Beschreibung. Dann bekommen wir vierfaches Geld und AP auf alle Spezialfahrzeugrennen. Ja, jetzt fragt euch, warum, what the fuck, warum vierfach Geld und AP? Ja, ganz einfach, weil zweifach ja schon durch die Eventwoche kommt. Könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal angucken. Solltet ihr auf jeden Fall mal machen. Wenn nicht, könnt ihr gerne mal liken, wenn ihr Bock habt. Und dann kommen wir auch hier zu der normalen Eventwoche. So wird es dann halt später in GTA Plus aussehen, wenn der Monat bzw. die Eventwoche vorbei ist. Als nächstes gibt es dann doppeltes Geld und doppelte RP auf hier folgenden netten kleinen Kram. Lohnt sich jetzt auch sonst nicht die Taxi-Missionen. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, habe ich auch ein Video gemacht. Verlinke ich euch mal in der Endcard. Sprache lernen, Bubble. Und dann gibt es ein paar gratis Gegenstände. Und zwar einmal das Taxi. Persönlich gesehen lohnt sich nicht. Spielt Arena War Level 25, Leute. Und das ist wesentlich profitabler. Ist getuned und hält mehr aus. Dann kommen wir zu dem nächsten. Und zwar, das ist dieses Taxi-Skippen. Kostet für GTA Plus Mitglieder 0 Dollar, für normale Spieler 1000 Dollar, können GTA Plus Mitglieder alle 5 Minuten nutzen. Dann haben wir den Brigade, das Upgrade zu dem Brigade hier 750.000 GTA Dollar, das ist da wahrscheinlich in dem Freakshop das gemeint. Dann kommen wir zu dem Gunvan, der befindet sich heute am 21.01.23 hier, wenn ihr später schaut, ist er vielleicht woanders. In der GTA Plus Monat befinden sich ein Tribi Messer Design und ein Tribi Baseballschläger Design für eure Waffen. Gönnt euch auf jeden Fall, sind Sachen, die kann man auf jeden Fall mal mitnehmen, wenn man es möchte. Und dann gibt es hier etwas, da könnt ihr eine kostenlose Mitgliederparty feiern. Wenn ihr schon immer mal eine Party feiern wollt, dann könnt ihr das Ganze jetzt mit euren Freunden machen. Des Weiteren gibt es hier noch ein paar kostenlose Upgrades. Hier bei den Fahrzeugen könnt ihr alles kostenlos machen, soll eigentlich nur der Harvex sein, aber alles andere ist wohl auch kostenlos. Als nächstes gibt es dann nicht mehr so besonders viel in der Eventwoche, muss ich sagen, was GTA Plus betrifft in dem Monat. Nur noch eine Kleinigkeit, und zwar einmal, ja, ihr könnt euch jetzt besaufen in GTA Online, gönnt euch alle Getränke hier for free. Ich denke mal, es betrifft aber mehr hier nur die teuren unten, aber nichtsdestotrotz, besauft euch. Ja, es ist kostenlos, es kostet nichts. Und ja, nein, das soll keine Alkoholwerbung sein, sondern einfach nur just for fun in GTA. So. Ja, dann noch mal etwas, worüber ich mich aufregen möchte, und zwar, dass ich diese geile Maske nicht bekomme. Rockstar hat die leider nur für den Prime Gaming zur Verfügung gestellt. Das kotzt mich ehrlich gesagt so an. Ich hätte die gerne so gerne gehabt. Ich habe zwar ein Amazon-Konto, aber auch ein Twitch-Konto, wie ihr ja wisst, aber ich habe mit diesem Prime, keine Ahnung, das kostet Geld, wie man das genau verknüpft, habe ich keine Ahnung. Könnt ihr mir auf Discord schreiben, wie das Ganze funktioniert, wenn ihr das wisst. Vielleicht mache ich das noch im Laufe des Monats. Es muss aber vor dem 22. Februar geschehen. Ansonsten ist dieses kleine Stück verfallen. Und ja, wie gesagt, dann bin ich aber erstmal raus. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video oder zum nächsten Stream wieder. Und ja, wenn ihr Bock habt, dann besucht doch gerne mal meinen Discord-Server. Den findet ihr in der Videobeschreibung, Kanalbeschreibung oder in jedem Stream. Könnt ihr den natürlich abrufen. Dann bin ich erstmal raus. Euer ZockerBeast91, Leute.